Wenn Sie Streichhölzer haben und diese nass geworden sind, verschwenden Sie keine Zeit, sie zu trocknen. Durch Wasser kann die chemische Zusammensetzung verändert werden und die Streichhölzer werden einfach nicht funktionieren. Um Unterkühlung zu heilen, gehen Sie nicht in einen Whirlpool. Füllen Sie einige Flaschen mit warmem Wasser und legen Sie diese unter Ihre Achselhöhlen. Das wird Sie besser aufwärmen als der Whirlpool, ganz sicher. Wenn Sie durstig sind und nicht viel Wasser haben, sparen Sie es nicht, um es länger zu machen. Dies kann zu weiterer Dehydration führen. Trinken Sie stattdessen jeden Tropfen davon und versuchen Sie, so schnell wie möglich mehr Wasser zu finden. Flüssigkeitsaufnahme ist immer wichtig, unabhängig vom Wetter. Doch der Mythos, dass heiße Getränke den Körper besser erwärmen, ist falsch. Keine Menge an heißem Getränk kann Ihre Körpertemperatur erhöhen. Darüber hinaus können Sie kaltes Wasser schneller trinken als ein heißes Getränk. Und das unterstützt die Hydratation. Pieke niemals in einen Bienenstock, denn dessen Bewohner werden sich verteidigen. Denkst du nicht auch? Und der Versuch, durch einen Sprung in einen See oder Fluss zu entkommen, wird nichts nützen. Die Bienen werden auf dich warten, bis du wieder auftauchst und dich angreifen. Nachdem du den Bienenstock angepickt hast, renne so schnell du kannst und schaue nicht zurück. Es ist wahrscheinlich, dass das Aussaugen des Giftes aus einer Schlangenbisswunde mehr Bakterien in die Wunde einführt und sogar die Person vergiftet, die versucht zu helfen. Stattdessen sollten sie ein Foto der Schlange machen, sich hinlegen, während sie auf Hilfe warten und versuchen, ruhig zu bleiben. Eine der logischsten Maßnahmen, wenn einem kalt ist, besteht darin, sich in Schichten anzuziehen. Dies ist meistens zutreffend, jedoch nicht, wenn man Baumwollkleidung trägt. Wenn Baumwolle nass wird, verliert sie alle ihre vorteilhaften Eigenschaften und kann dazu führen, dass man sich viel kälter fühlt. Man sollte immer Wollkleidung tragen, da sie deutlich besser isoliert. Trinke niemals Kaktuswasser. Es kann dir starke Magenschmerzen bereiten und dich sogar lähmen. Es sei denn, es handelt sich um einen Angelhaken-Kaktus, aber selbst dann ist es zu riskant. Versuche stattdessen, die Früchte der Pflanze zu essen. Sie sind voller Saft. Wenn Sie von einem Raubtier verfolgt werden, springen Sie niemals von einer Klippe ins Wasser. Dies ist weitaus gefährlicher als die Begegnung mit dem Raubtier. Wenn Sie von einem hohen Ort springen, wird die Wasseroberfläche sich so hart anfühlen wie Beton. Oder das Wasser könnte zu flach sein und Sie würden auf den Grund stoßen. GPS ist nicht das beste Navigationstool. Es ist zuverlässig und einfach zu bedienen, kann aber ausfallen. Daher sollten Sie lernen, wie man eine Karte und einen Kompass benutzt. Sie werden Sie nicht im Stich lassen, wenn Sie wissen, wie man sie richtig verwendet. Eine Pfütze Wasser mag schlecht aussehen und ein wenig riechen, aber Wasser ist Wasser, oder? Unglücklicherweise kann es durch Kochen die Bakterien beseitigen, aber nicht die Schwermetalle, die es enthält. Diese können ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen. Eine bessere Option wäre es, das Wasser aus einem Bach zu kochen. Das Verzehren von zufälligen Beeren im Wald ist gefährlich. Zunächst müssen Sie prüfen, ob sie gut riechen. Wenn Sie einen Birnen- oder Mandelduft haben, meiden Sie sie. Als nächstes nehmen Sie eine, reiben Sie sie an Ihrem Unterarm und warten Sie 15 Minuten. Wenn Ihre Haut anfängt zu jucken, essen Sie diese Beeren nicht. Wenn Sie auf eine Beere beißen und sie einen bitteren, prickelnden oder seifigen Geschmack hat, spucken Sie sie aus. Saugen Sie niemals an Steinen, um etwas Wasser zu bekommen. Es wird angenommen, dass Ihr Körper beim Tun mehr Speichel produziert und Sie hydratisiert. Dies ist jedoch nicht wahr. Wenn Sie kein Wasser trinken, wird nichts helfen. Noch schlimmer, Sie können sich an dem Stein verschlucken. Das Essen von rohem Fleisch und Fisch ist wirklich gefährlich. Ja, wir essen Sushi. Aber es ist normalerweise Salzwasserfisch, der meistens sicher ist. In der Wildnis sollten Fleisch und Fisch immer vor dem Verzehr gekocht werden. Moos wächst nicht nur auf nach Süden ausgerichteten Oberflächen. Es kann überall wachsen, abhängig von der Temperatur. Verwenden Sie es also niemals zur Orientierung. Sie sind besser beraten, verlässlichere Quellen zu nutzen. Denken Sie beispielsweise daran, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Dem Flug von Vögeln zu folgen, um Wasser zu finden, ist ein Mythos. Sie könnten überall hinfliegen. Landtiere wie Rehe sind eine viel bessere Option. Sie wissen meistens, wo die Wasserquelle ist.
Viele Überlebenskünstler behaupten, dass man einfach das essen sollte, was die Tiere in der Umgebung verzehren. Schlechte Neuigkeiten. Das ist völlig falsch. Vögel und Eichhörnchen nehmen Beeren zu sich, die für uns extrem gefährlich sind, ihnen aber nicht schaden. Und manche Tiere fressen giftige Pflanzen, um selbst giftig zu werden. Wenn sich ein Blutegel an ihnen festsaugt, sollten sie diesen niemals abbrennen. Dies kann dazu führen, dass das Tier praktisch direkt in ihre Haut erbricht und eine massive Infektion verursacht. Versuchen Sie stattdessen, eine Kreditkarte zu verwenden, um das Siegel zu lösen und den Blutegel zu entfernen. Oder wenn Sie mutig genug sind, eine Stunde zu warten, wird der Parasit von selbst abfallen, sobald er satt ist. Unabhängig davon, wie stark du bist, wird dich ein Schlag auf die Nase eines Hais nicht retten. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass sie viele Nerven in der Nase haben und dies sie irgendwie verwundbar macht. Aber das hat sich als falsch erwiesen. Solltest du dich in haiüberfluteten Gewässern wiederfinden, ist ein Schlag auf die Kiemen oder Augen des Tieres viel effektiver als ein Schlag auf die Nase. Nachdem sie einige Zeit im Wald verbracht haben, stellen sie fest, dass sie sich verlaufen haben. Und das Erste, wonach sie suchen, ist Nahrung. Aber tatsächlich können sie 6 Wochen ohne Nahrung überleben. Das Erste, was sie tun müssen, ist Wasser zu finden und Schutz vor den Elementen zu suchen. Machen Sie das und sorgen Sie sich später um Essen. Stellen Sie sich nicht tot, wenn Sie auf einen Bären treffen. Wenn es ein Schwarzbär ist, wird das Spiel nicht lange dauern. Bald wird es Realität sein. Sie sollten sich nur tot stellen, wenn es ein Braunbär ist. Merken Sie sich dieses Sprichwort. Wenn es schwarz ist, wehren Sie sich. Wenn es braun ist, legen Sie sich hin. Wenn es weiß ist, sagen Sie gute Nacht. Sie sollten nicht parallel zum Ufer schwimmen, wenn Sie sich in einer Strömung befinden. Versuchen Sie stattdessen, in einem Winkel von der Strömung weg und auf das Ufer zu schwimmen. Denken Sie daran, dass Sie beim Schwimmen nicht zu viel Widerstand spüren sollten. Wenn Sie sich verlaufen haben, verschwenden Sie nicht all Ihre Energie darauf, ein Feuer zu machen. Versuchen Sie zuerst, einen Unterschlupf zu bauen. Dies kann Sie vor den Elementen schützen. Und Sie haben einen Ort zum Ausruhen und Schlafen nach einem langen, anstrengenden Tag des Überlebens. Bonustipp: Bauen Sie immer ein Bett in Ihrem Unterschlupf. Sie werden wärmer sein, wenn Sie nicht auf dem Boden liegen. In einer Wüste festzustecken, wird Sie mit Sicherheit heiß machen. Aber um nicht noch heißer zu werden, ziehen Sie keine Kleidung aus. Der Stoff dient als Isolierung und hält sie kühl, es sei denn, es handelt sich natürlich um einen dicken Wollpullover. Die meisten Menschen in heißen Klimazonen tragen weiße Kleidung, die ihren ganzen Körper bedeckt, um eine Überhitzung zu vermeiden. Schnee zu essen kann zu weiterer Dehydrierung führen. Ihr Körper wird mehr Energie aufwenden müssen, um den Schnee zu schmelzen und somit mehr Flüssigkeit verbrauchen. Nehmen Sie sich Zeit und schmelzen Sie den Schnee zuerst. Danach können Sie das Wasser trinken. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie nur rein weißen Schnee schmelzen. Verfärbungen bedeuten, dass er etwas anderes als nur Wasser enthält, insbesondere wenn der Schnee gelb ist. Wenn Sie zu lange in der Kälte bleiben, könnten Sie eine fiese Erfrierung bekommen. Wenn Sie die Symptome erkennen, reiben Sie niemals Ihre Hände aneinander. Das kann Ihre Haut noch mehr beschädigen. Das Beste, was Sie tun können, ist sofort medizinische Hilfe zu suchen. Du siehst eine Höhle und das Erste, was du tust, ist ein Feuer zu entfachen. Ich meine, Höhlenmenschen haben das ständig gemacht, also muss es in Ordnung sein. Oder? Falsch! Die Ansammlung von Rauch kann sehr schädlich sein. Versuche stattdessen, dich mit einigen Pflanzenblättern zu erwärmen. Von einer Qualle gestochen zu werden, tut sehr weh und auf einen Quallenstich zu urinieren, wird Ihnen nicht helfen. Es wird die Situation noch viel schlimmer machen. Waschen Sie die betroffene Stelle mit Salzwasser und suchen Sie medizinische Hilfe. Das wird Sie vor einer unangenehmen Situation bewahren. Vertrauen Sie mir in dieser Hinsicht.